Ich habe ein Wildschwein geschossen und jetzt möchte ich zum ersten Mal daraus Wurst machen. Ich habe einmal mageres Fleisch vom Wildschwein und Fett. Insgesamt sind das jetzt hier 5,2 Kilo. Die werde ich jetzt gleich durch einen Fleischwolf jagen und vorher möchte ich sie aber würzen. Ich mache es mir dazu relativ einfach. Ich habe hier von Landig eine Würzmischung für Bratwurst. Das werde ich gleich mal hier vorher untermengen. Ich schneide das, bevor ich es würze, in Streifen, damit ich, wenn ich gleich das Gewürz da drunter rühre und danach schneiden würde, würde ich das alles hier auf dem Schneidebrett haben. So, das ist alles zerschnitten. Jetzt kippe ich hier die Gewürzmischung drunter und menge es schon mal durch. Oh jo, das riecht gut. Der Darm bereitet da vorne gerade vor. Der hat jetzt seit heute Morgen im Wasser gelegen, um ja, das Salz loszuwerden. Ich werde den dann nochmal, bevor es losgeht, in lauwarmes Wasser packen, damit sich der Darm denn, ja, damit der flexibler wird und sich besser füllen lässt. Am besten funktionieren die immer bei Körpertemperatur. Das Fleisch ist jetzt gewürzt und ordentlich durchgemengt. Jetzt baue ich den Fleischwolf zusammen. Ich habe hier den Landig Pro Star. Ja, ich habe immer auseinandergebaut. Ich habe eben die Teile gereinigt und also nochmal abgespült. Setze den jetzt zusammen. Ich habe hier eine 4,5 mm Lochscheibe. Bei dem Fleischwolf ist noch eine 3 mm und eine 8 mm Lochscheibe mit bei. Für die grobe Bratwurst möchte ich jetzt hier diese 4,5 mm Lochscheibe nehmen. Und dann fange ich gleich an zu wolfen. Ich packe mir das jetzt hier so ein bisschen an den Rand, die Streifen, damit ich es gleich einfacher habe. Und dann legen wir mal los. Ich werde die Mischung jetzt mal probieren. Ich kippe das und das erstmal zusammen und vermenge das hier nochmal, dass das Fett auch wirklich mit dem mageren eine Masse wird, dass ich nicht zwei, drei Bratwürste komplett aus Fett habe und der Rest dann mager ist. Das möchte ich nicht. Deswegen vermenge ich das da jetzt und dann forme ich mir mal eine kleine Boulette und probiere mal. Hoffe, dass es dann schon schmeckt. Der Herd ist vorbereitet. Jetzt ist das hier ausreichend vermengt. Es klebt auch ganz gut, sehr bindige Masse. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich binde zumindest und ich forme mir mal hier so eine kleine Frikadelle und hau die mal jetzt in die Pfanne und guck mal, ob das schmeckt. Jetzt probiere ich den ganzen Kram mal. Ich hoffe, der ist jetzt nicht so heiß, aber sieht schon mal gut aus. Riechen tut es sehr lecker. Das schmeckt nach Bratwurst. Richtig gut. Das Wurstbrät ist jetzt fertig zum Verfüllen in den Darm und dazu habe ich hier den Landig 5 Liter Wurstfüller, habe hier so einen mittelgroßen Einfüllstutzen, sage ich mal, den baue ich jetzt davor. Und dann kommt das Wurstbrät hier oben in den Zylinder und dann gucken wir mal, wie sich das verhält. Während der ganzen Vorbereitung hier habe ich den Lammdarm habe ich vorbereitet und in lauwarmes Wasser getan, damit der sich ausdehnt und dann eben gleich flexibler ist und vielleicht nicht so schnell reißt. Ich mache das ja zum ersten Mal. Jo. Ganze Masse fülle ich jetzt hier rein und werde das so ein bisschen noch verdichten, damit da möglichst keine Luft mit durchgepresst wird, weil Luft schmeckt nicht so gut. Macht vor allem nicht satt. Ich drehe das jetzt oder presse das schon mal ein bisschen vor, bis hier vorne. Oh jo! Das geht jetzt schnell. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Das wäre das. Dann kann ich jetzt den Darm hier drüber ziehen. Ich habe da gerade schon mal ein bisschen Wasser durchgepresst, damit der Darm schon mal ein bisschen ausgedehnter ist. Und jetzt. Ja, funktioniert ganz gut. Jetzt ziehe ich den hier vorsichtig über den Einfüllstutzen. Jetzt kann es losgehen. Jetzt bin ich auch mal gespannt.
ist extrem, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber man muss da schon sehr viel Konzentration bei haben, weil sonst reißt einem hier der Darm und dann kann man von vorne anfangen, beziehungsweise muss man wieder knoten und so. Und zu wenig Druck ist auch blöd, weil dann ja die Wurst ja keine Konsistenz hat quasi, sondern so labberig wird. Und das ist auch nicht schön. Aber den ersten Darm habe ich hier gleich gefüllt. Mit ein bisschen Verlust, aber so insgesamt denke ich, dafür, dass das jetzt hier meine erste eigene Bratwurst ist, bin ich doch zufrieden. Das Bret ist jetzt komplett im Darm und jetzt geht es daran, die Würste zu drehen. Mir ist dabei jetzt gerade einmal schon wieder eine aufgeplatzt, aber gut. Die kommt dann gleich auf den Grill oder in eine Pfanne, wie auch immer. Wichtig ist, dass man eine Bratwurst in die eine Richtung dreht und die andere dann in die andere Richtung. Dann klappt das. Letztendlich sehen die jetzt so aus. Die sind recht stramm. Ich habe vorhin schon mal einen in die Pfanne gepackt. Muss man vorsichtig sein, nicht bei so hoher Hitze machen. Und vielleicht vorher einstechen, sonst platzen die auf. Ist bei mir passiert. Ich habe jetzt hier um und bei 4 Kilo Bratwurst bestimmt. Alle leicht unterschiedliche Längen, aber schmecken gut. Sehen ganz gut aus und ich bin gespannt, wie sie denn vom Grill tatsächlich sind. Ich suche jetzt hier noch so ein paar Luftlöcher in der Bratwurst. Die lasse ich raus, dazu habe ich hier so einen kleinen Piekser vom Pusterohr und dann habe ich schon hier das Vakuumgerät scharf gestellt und hier die ersten Würste wegvakuumiert. So. Jetzt geht es erstmal hier ans Aufräumen wieder und dann werde ich mich ja noch an die feine Bratwurst ranmachen, wobei ich da nicht so viel machen werde wie geplant, aber ja, zumindest ein bisschen was anfangen werde ich schon. Nachdem jetzt die grobe Bratwurst fertig ist und verpackt ist, habe ich jetzt das Fleisch für die feine Bratwurst geholt. Wie gesagt, ich habe nur noch einen Darm, deswegen muss ich hier ein bisschen mich reduzieren und den Rest ja, werde ich andersweitig irgendwie verarbeiten. Das kommt jetzt erstmal ganz normal auch durch den Fleischwolf. Ich habe jetzt die gleiche Scheibe wieder genommen. Ich schneide das jetzt auch wieder in Streifen. Also das ist letztendlich nichts Neues, außer dass ich diesmal das Fett und das magere Fleisch getrennt voneinander wolfe, um es denn getrennt voneinander aufzufangen. Und dann später auch getrennt in Kutter zu packen. Nachdem jetzt das Fett und mageres Fleisch gewolft ist, kann ich jetzt den Fleischwolf mal zur Seite packen. Wie nennt man das hier? Kuttern das jetzt oder was? Pack das jetzt in den Kutter. Erstmal das magere Fleisch. Dazu packe ich gleich die Gewürze und ich habe hier nebenbei noch Eis abgewogen, 250 Gramm, weil das hier beim Zerkleinern sehr warm wird und das ist natürlich schlecht. Und dementsprechend soll das Eis das ein bisschen runterkühlen. Und ich meine, es ist auch für die Bindung dann nachher ganz gut. So, Salz packe ich schon mit rein. Und die Gewürzmischung. So. Und dann schließe ich das mal und mache das Beerengerät hier an. Das magere Wild ist jetzt durch. Jetzt packe ich das Fett dazu und dann kommt auch gleich das restliche Eis rein und dann werde ich da, denke ich mal, eine einigermaßen, dann werde ich da eine homogene Masse kriegen
Und dann kommt das auch schon in den Darm rein. Ist auf jeden Fall ein sehr leises Gerät, finde ich extrem. Also, ist ziemlich leise. Kann man gut machen. Das sieht schon sehr gut aus, aber da geht auf jeden Fall noch was. Ein bisschen Eis hebe ich mir noch auf. Wer weiß, ich habe kein Thermometer, womit ich jetzt die Temperatur messen kann. Ich hoffe einfach, dass es nicht zu warm wird, aber es ist ziemlich kalt im Moment. Jetzt ist alles eine Masse. Die Temperatur ist auch noch recht kühl, aber man merkt, dass es deutlich wärmer wird, trotz des Eises. Und jetzt fülle ich das alles hier wieder in den Wurstfüller und dann geht der Füllspaß von vorne los. Das mache ich jetzt mal. Gleiches Prozedere wie eben, nur dass die Wurst feiner ist. Hinter mir läuft währenddessen schon Wasser warm. Ich werde die Wurst noch brühen. Und dann wird sie einvakuumiert und dann war es das schon. Ich freue mich schon aufs Probieren. Die Wurstmasse habe ich jetzt noch nicht probiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch die schmecken wird. Das war's. Und dann kann die Wurst wieder eingedreht werden. Und ja, das Ganze sieht jetzt so aus. Bisschen feiner, relativ dunkel. Aber ich glaube, das ist normal bei Wildwurst. Da ist das Fleisch ja immer etwas dunkler. Und jetzt fange ich wieder an, mir hier Portion zurechtzudrücken. Mit der schönsten Arbeit zu beginnen. Die ich so gar nicht gut finde. Aber es funktioniert. So. Die so rum, dann muss die jetzt andersrum. Ich schneide jetzt die Wurst in zweier Grüppchen und werde sie dann für eine halbe Stunde lang brühen. Eine halbe Stunde ist jetzt rum und die Würste können aus dem Brühwasser und sehen sehr gut aus. Eigentlich sieht sehr gut aus, scheint gut fettig zu sein, Konsistenz ist relativ fest, ich probiere mal ein Stück. Also sie schmeckt sehr gut, ist bissfest, sage ich, also ja, keine Ahnung, ich bin kein Essensmensch, weiß ich nicht. Schmeckt, so, zufrieden, oder was? Ich werde jetzt die Würste trocknen lassen, dann einen Teil einfrieren und einen anderen Teil morgen grillen. Ich bin jetzt am Ende mit der Filmerei und allem, hat das jetzt tatsächlich einen ganzen Tag gedauert, obwohl es gar nicht am Ende so viel Wurst ist, die bei rumgekommen ist. Ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Ich weiß ganz genau, was in der Wurst drin ist. Ich habe selber geschossen, selber gemacht. Es ist eigentlich von Anfang an eine runde Sache, macht Spaß. Und ja, wenn das Essen dann auch noch so gut schmeckt, dass man das mit ruhigem Gewissen auch anderen anbieten kann, dann ist das doch ja, auf jeden Fall den Aufwand wert. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und viel Spaß beim Ausprobieren.